Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Willkommen bei Kölner Live und jetzt bei mir zu Gast sind Robert Miesig. Hallo. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Willkommen zurück mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Sprechen wir über den Wechsel im Gesundheitsministerium. Kam doch überraschend, zumindest der Zeitpunkt, diesen Dienstag, als Rudi Anschober seinen Rücktritt verkündet hat. Jetzt mit ein paar Tagen Distanz. Ich nehme an, du weinst dem Rudi Anschober prinzipiell zwar keine Träne nach, aber verstehst du ihn, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr und er zieht sich zurück? Ja, der Rudi Anschober. Ich würde sagen, es ist 10 Monate zu spät, diese Entscheidung gekommen. Weil hat im Frühjahr, muss man sagen, da hat die Regierung die Krise ja nicht schlecht gemanagt, hat keiner gewusst, was kommt und man hat auf alles vorbereitet sein müssen. Dann ab Juli, August ist der Regierung das entglitten und Anschober war zunehmend überfordert und isoliert, muss man sagen. Natürlich hat er auch das Problem gehabt mit einem Koalitionspartner, der ihn ständig auf jede Klippe auflaufen hat lassen. Aber Anschober hat sich zu lange an sein Amt geklammert, glaube ich, ist zu gern im Mittelpunkt trotz allem gestanden und ist einfach zu spät gegangen. Was man aber ihm natürlich nicht ab, man soll ja niemandem nachtreten. Und was man einem Anschober sicherlich auch zugutehalten muss, dass er sich immer sehr bemüht hat. Was ist halt, wenn ein Personalchef oder Unternehmer in dir einen Lebenslauf reinschreibt, er hat sich immer sehr bemüht, ist das kein gutes Zeichen für dich. Und beim neuen Minister wird man sehen, also die ersten. Die TV-Diskussionen, die er noch als Arzt geführt hat, lassen Schlimmes befürchten. Da wäre ich schon wieder auch ein. Der Robert wird ihn mögen, weil er ist ein dann formulieren wir es heute jetzt höflicher, ein massiver Verfechter eines intensiveren Lockdowns, der neue Minister. Und die Frage ist auch, ob man vielleicht der jemanden nicht gebraucht hätte, der nicht nur den Menschen kennt als Mediziner, sondern auch die Politik kennt. Es ist vielleicht jetzt in der Corona-Krise noch ein Vorteil an Praktiker, das kann man auch ein praktischer Arzt haben und das ist ja sicherlich auch leichter zu verkaufen, zu sagen, bei jeder Diskussion, ich bin Arzt, ich kenne mich aus, als im Gegensatz zum Anschober als Volksschullehrer. Das ist sicherlich ein Vorteil, aber das ist ja natürlich, ich glaube, der Grundkonstruktionsfehler, an dem der Anschober mit auch gescheitert ist einfach, dass das Haus zu groß ist. Das Sozialministerium, das ist ja nicht das Gesundheitsministerium allein, das ist ja das Sozialministerium, das ein riesiger Komplex ist. Da ist der Konsumentenschutz noch dabei. Du musst einen Pflegeplan aufbauen. Also man hätte die Chance nutzen sollen und dieses Megaministerium, das so in normalen Zeiten schon kaum handelbar ist, jetzt in der Krisenzeit zu splitten und dann einen Krisenmanager reinzutun in den Corona-Bereich, und an Sozialpolitikern, erfahrenen Politiker in den Sozialbereich. Also ich glaube, man gibt dem Herrn Mückstein sehr, wie soll man sagen, sehr starke Fesseln, Eisenkugeln mit und der soll sehr schnell rennen. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Es fehlt ihm die Erfahrung und er wirkt sehr, was ich so höre, soll er auch sehr, sehr meinungsstark, formulieren Sie mal so, sehr meinungsstark im Auftreten und in der Persönlichkeit sein. Und das ist aber trotzdem zurzeit eine Aufgabe, wo er sehr, sehr viel zu koordinieren hat und sehr viele Interessen auszutarieren. Da eher militärisch reinzugehen, da wird er scheitern, glaube ich. Bevor wir zum Mückstein kommen, über den sprechen wir eh auch gleich noch kurz, Rudi Anschobers Rücktritt. Man muss sagen, jetzt im Nachhinein wirkt es plötzlich so, als hätte ganz Österreich nie gewollt, dass er als Gesundheitsminister zurücktritt, zumindest wenn man so ein bisschen die Kommentare liest. Ist das falsch, was da derzeit jetzt so von allen, sage ich mal, publiziert wird, dass jeder jetzt plötzlich so tut, als wäre der eh so toll gewesen und davor dem aber mehr oder weniger jeder täglich ausgerichtet, er soll zurücktreten? Naja, erstmal hört es niemand an und auch die Umfragen waren ja auch nicht so. Also er war ja immer noch einer der populärsten Minister, das vergisst man sowieso leicht, weil sozusagen die FPÖ und auch der Regierungspartner immer halt so permanent Arbeit gemacht hat und man hat immer Arbeit geschrieben. Die FPÖ hat der ÖVP da irgendwie auch den Gefallen getan. Quasi, also waren die FPÖ alles schuld, die sind in der Republik, die sind ja unglaublich mächtig, also brutal. Nein. Ich bin beeindruckt, wie mächtig die sind. Einflussreich. Nein, das ist jetzt nicht einflussreich, aber sozusagen dieser Spin bei jedem Auftritt, genau. Bei, über Anschober, Angstschober zu sagen und den zum Hauptfeind, was ich ja verstehe, weil er bei euren Wählern sozusagen sicher die
sicher die verhasstere Figur war, das ist schon klar, ich verstehe schon, aber sozusagen natürlich habt ihr objektiv damit das Geschäft von Kurz gemacht, der froh war, dass man sozusagen den einzigen Minister, der sozusagen mit ihm um Popularität rivalisieren kann, ein bisschen runterzufahren. Aber das ist ja jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass natürlich hat Anschober recht getan, zurückzutreten, aus einem ganz einfachen Grund. In dieser Funktion als Minister, generell glaube ich, ein Ministerjob ist ein Managementjob und ein hohes Staatsamt, das für das andere Kriterien gelten als für einen Angestelltenjob. Noch dazu der Gesundheitsminister in einer Pandemie, der muss fit und handlungsfähig sein. Und wenn der Anschober weiß, er ist es nicht mehr in dem ausreichenden Maß, dann musste er zurücktreten. Das ist völlig klar. Insofern, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja? Dass er jetzt sozusagen eine besonders freundliche Nachrede hat, hat natürlich auch ein bisschen mit der sehr berührenden Art und Weise des Rücktritts zu tun. Letztendlich hat er wahrscheinlich diesen Job unterm Strich sehr gut gemacht, gemessen an den Bedingungen. Ja? Gemessen an den Bedingungen. Die Bedingungen lauten ein dysfunktionales Haus. Die größte Herausforderung, die jemals ein Minister hatte, wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Und ein Regierungspartner, der einem eigentlich dauernd falsch und schäbig in die Parade gefahren ist. Da hätte jeder Fehler gemacht. Ja? Fehler hat er natürlich eine Reihe gemacht. Ja? Also sozusagen, man ist in die zweite Welle hineingerannt. Logistisch ist ein bisschen was falsch gerannt, aber vor allem ist man in die zweite. Viel dramatischer ist ja von den Folgen, dass man in der zweite Welle hineingeraten ist und dass er auch sich sozusagen lange mit Beratern umgeben haben, die ihm erklärt haben, das ist eh alles nicht so schlimm. Brauchen nicht viel machen, ja, und dann plötzlich hast du irgendwie 10.000 Infektionen pro Tag gehabt. Daraus hat er gelernt, ja, in den letzten 4-5 Monaten, finde ich sogar, hat er einen wirklich guten Job gemacht, abgesehen jetzt von der Impfgeschichte, weil da war es ja wirklich schwer, da hat er sozusagen eine gerade Linie gefahren, der Kanzler hat ihm schon allein stehen lassen, Landeshauptleute sind auch nicht einfach, ja, wie wir wissen, also das war schon ganz schön okay, wie er das da dann eigentlich hingekriegt hat. Das ist, glaube ich, die Bilanz des Rudi Anschober. Also deine Bilanz fällt nicht so negativ aus ihm gegenüber? Sie fällt, sozusagen, ich glaube, dass man in so einer Situation, bei so einem Job braucht man auch ein bisschen eine Fairness. Ja? Natürlich kann ich, wenn jemand sozusagen so viele Bälle in der Luft hat und logischerweise 4 Jahre fallen, sagen, der ist ein Versager und der hat alles falsch gemacht. Ich meine, vielleicht ist es wirklich sozusagen der Kern seines Charakters, der ein Problem ist, aber auch darüber können wir nochmal diskutieren in ein paar Monaten, wenn wir es besser wissen. Er ist ein konsensueller Typ. Ja? Der stößt sich nicht hin und sagt, ich habe aber die Gesamtkompetenz und ich lasse jetzt diese Verordnung raus, egal was der Landeshauptmann von Land irgendwas sagt, sondern der hat sich halt hingesetzt, nächtelang, bis er alle an Bord hatte und das ist natürlich schwierig und dann kommen irgendwie verwaschene Kompromisse raus. Jetzt werden wir sehen, du hast das angedeutet, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass Wolfgang Mückstein ein bisschen anders macht. Ob das dann im Ergebnis auch besser wird, ja, das werden wir dann erst sehen, ja, ob der Konsens und der Kompromiss nicht besser ist, als sozusagen quasi, wie hast du genannt, die Kavallerie einreiten zu lassen, wird man sehen. Ich weiß es ja nicht. Wir werden das sehen einfach. Wobei wir beim Anschober kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes auf keinen grünen Zweig. Mir fällt dir jetzt eigentlich nichts ein, was er wirklich hinkriegt hat. Wenn du sagst, er hat das in letzter Zeit eh ganz gut hinkriegt, bis aufs Impfen. Aber das Impfen ist halt die Kerngeschichte. Ne? Und dass du jetzt nicht mehr 27 Fehler in einer Verordnung hast, dafür muss man einen Minister nicht loben, sondern das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn er es nicht selber schreibt und das Haus dafür verantwortlich ist, dann muss man halt schauen. Und der Anschober hat halt auch zu oft geredet und zu wenig gehandelt. Er hat dieses Kurzprinzip der Dauerpressekonferenzen gemacht, hätte er vielleicht ein bisschen weniger zuerst geredet und vorher gearbeitet, wäre ihm viel erspart worden. Und das war ja auch im Abschied. Das sind halt diese Kleinigkeiten, die seine Persönlichkeit dann ausgemacht haben. Er erzählt hat, mir haben so viele Menschen Mehlspeisen geschickt und die Mehlspeisen waren großartig und da sind ihm fast die Tränchen rausgekommen. Und du, wenn du selber in der Politik bist, kein einziger Spitzenpolitiker wird jemals am Mehlspeis, die ihm anonym zugeschickt werden, auch nur anrühren, riechen oder sonst irgendwas, weil das kommt sofort in den Mistkübel, weil sich das keiner traut, seit dem Bürgermeister von Spitz und dem vergifteten Moschelschrie. Da ist halt einfach so viel Tränensackdrüsen, realitätsfern dabei mit Überinszenierung, dass du dir irgendwann mal selber übertrippelst. Und der Anschober hat sich halt
ständig selber übertrippelt, weil er sich halt auch so gern reden und erklären hört. Also er wäre ein großartiger Pfarrer geworden. Na, der hätte wunderbar alles erzählt, die Osterpredigt, wie die Menschen wären in Tränen ausgebrochen. Aber Manager war das keiner, wird es nie einer werden. Und er hat leider zu spät erkannt, dass er an sich selbst und natürlich auch an seinem Umfeld und seiner Umgebung gescheitert ist. Und da wären wahrscheinlich auch kompetentere und stärkere an dem Umfeld, am Kurz und an dieser Krise gescheitert. Das kann man ihm auch nicht immer nur vorwerfen. Gutes Stichwort, weil du sagst, da wären auch kompetentere gescheitert. Jetzt gibt es einen neuen Minister, am Montag wieder angelobt, Wolfgang Mückstein, ein Arzt, kommt aus der Praxis, also kennt sich an sich natürlich mit Gesundheitswesen aus, hat aber kaum Ahnung von Politik, weil bis auf, sage ich einmal, ein bisschen was er in der Ärztekammer gemacht hat, war der politisch noch nie aktiv. Kann der in dieser Schlangengrube, und das muss man ja wirklich sagen, weil es ist ein Monsterministerium, ist ja nicht nur Gesundheit, Soziales, wissen wir, ein irrsinnig schwieriges Ministerium, dann die ÖVP noch dazu als, wie sagt man, Feind im eigenen Bett und die Opposition auch noch, kann der realisieren? Ja, naja, gut, das ist eine wirklich große Frage, die kann man jetzt natürlich schwer voraussagen, ja, aber nur als Beispiel, da komme ich jetzt noch mal kurz zum Anschober zurück, aber nicht weiter über den Anschober reden, sondern das haben mir schon Leute, die sehr nahe dran sind, gesagt, nämlich, dass wenn wer die ÖVP-Maschine irgendwie beherrscht hat, war das der Anschober, weil er halt auch schon die Erfahrung aus der Regierungszusammenarbeit in Oberösterreich hatte und wusste, sozusagen mit denen kommt man nur auf einen grünen Zweig, wenn du lang sitzen bleibst und deine Dinge durchhältst und wenn die nochmal 10-mal daherkommen, dann sagst du halt, ist öfter mal passiert, nicht? Und das dauert dann halt 2 Nächte, aber dafür brauchst du die Coolness, ja? Und wenn das stimmt, was man mir erzählt, ist da sozusagen, den du so als hilflos schilderst, der Anschober eigentlich der gewesen, der sozusagen am meisten denen Paroli geboten hat. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Bundeskanzler ihn am Ende irgendwie gehasst hat wie die Sau und umgekehrt wahrscheinlich war es auch nicht sehr viel anders. Ja? Das heißt, sozusagen, so, und jetzt kommt Mückstein. Und der wird natürlich nicht sehr viel anders agieren können, weil du kannst natürlich nicht die ÖVP besiegen, wenn du mit ihr in einer Koalition bist, wenn du ihr quasi auf offener Bühne einen in die Groschen haust. Ja, weil so, das geht halt nun mal in Koalitionen nicht, weil sonst bietest du ein Bild, das sozusagen innerhalb von wenigen Tagen zu Neuwahlen und zu einem Koalitionsbruch führst. Das heißt, es ist immer sowas wie Stellungskrieg, Schach, wer bewegt sich als Erster, wer als Erster zuckt, ist gestorben. Ja? Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob jemand, der das nicht sozusagen schon 10 Jahre in einer Landesregierung gelernt hat, das gut kann. Vielleicht ist es auch nicht wirklich eine Raketenwissenschaft und auch jemand wie Wolfgang Mückstein wird das können. Wie siehst du das? Ja, da werden wir ja Propheten, wenn man sagen kann. Dass der Mückstein, dass der Minister fällt, steht und fällt natürlich auch mit seinem engsten Stab. Das haben wir einfach. Wenn der Mückstein schafft, sich gute Leute zu holen, dann hat er bessere Chancen. Das war, glaube ich, beim Anschober auch oft ein Problem, dass er nicht gewusst hat, auf wen er hören soll. Man hat ja auch den Stefan Wallner, der ja Mitkandidat als Minister war, dann de facto zum Werner, der Generalsekretär im Sozialministerium war, zum Werner Kogler dann weiter befördert. Und der Stefan Wallner ist zum Beispiel jemand, der relativer Profi ist und sehr gut verhandeln kann und auch eine gewisse Härte hat, was ich so höre. Und die Frage ist, wem stellt man den Mückstein bei? Na, die Frage ist, haben die Grünen überhaupt noch solche Leute? Weil wenn sie sie hätten, warum haben sie sie nicht schon längst ausgeholt? Das ist ja nichts. Woher sollen sie denn erfahrene Leute nehmen, die dieser wirklich knallharten, brutalen und skrupellosen ÖVP-Truppe Paroli bieten können. Das ist natürlich, und bei den Grünen merkt man natürlich in letzter Zeit, deswegen fallen sie auch in den Umfragen immer meiner Meinung nach, weil sie der ÖVP anfangen Paroli geben, weil sie sich über den Justizbereich massiv profilieren. Das glaube ich wirklich, dass das den Grünen speziell in ihrer Wählerzielgruppe durchaus nutzt und das auch anerkannt wird. Und dass die Justiz die ÖVP jetzt mittlerweile vor sich hertreibt, ist sicherlich auch ein Mitverdienst der Grünen, die Justiz zumindest lassen. Das ist schon einmal etwas. Und schützen.
und schützen und teilweise, sagen wir so, sie schützen die Justiz derzeit sicherlich mehr wie die ÖVP, wenn das stimmt, was man so hört und dass man die Korruptionsstaatsanwaltschaft hier massiv verteidigt gegen auch natürlich die massiven Attacken einer hypernervösen ÖVP, spricht für die Grünen und das wird den Grünen sicher auch etwas bringen, wenn sie sich weiter auf die Runde stellen. Aber muss man nicht sagen, der Rudi Anschober hat eigentlich der ÖVP diese Woche den größten Gefallen getan, weil die waren ja schwer in der Defensive bis inklusive Montag und plötzlich durch den Anschober-Rücktritt und den neuen Minister ist das nona natürlich jetzt alles von der medialen Bildfläche verschwunden. Alle berichten über Rudi Anschober, Wolfgang Mückstein, niemand berichtet mehr über ÖBAG-Chats und Co. Ja, aber ich meine, was soll man da jetzt dazu sagen? Sozusagen, es war ja jetzt kein lang geplanter Rücktritt, wo man sagen kann, ja, das haben sie jetzt blöd geplant, weil sie dann mit der ÖVP irgendwie aus den Schlagzeilen gerettet haben, sondern es war ein Rücktritt, der sich ja zwangsläufig aus einem Gesundheitszustand ergeben hat. Da hätte man ja jetzt nicht sagen können, wir machen ihn aus medialtaktischen Gründen 5 Tage später oder 3 Wochen später. Das hätte es ja so nur nicht so einfach zumindest hinkriegen können. Entschuldige, Robert, dass ich dich jetzt da unterbreche, das weiß gut da reinpasst. Es hat ja auch einen Grund, warum der Anschober den Werner Kogler, den Vizekanzler, schon am Freitag informiert hat. Und der Werner Kogler hat ja auch des Öfteren, was man so hört, mit dem Kanzler telefoniert und dem kein Wort dazu hat. Weil er ihnen nicht getraut hat. Weil er ihnen nicht getraut hat, dass der ÖVP den nächsten Minister schon wieder an den Start abschießt und sie denn die ÖVP dann last minute informiert haben. Und ich finde es ja, wenn es wirklich stimmt, dass ein Redakteur einer österreichischen Tageszeitung in seiner Anfrage am Sonntagabend das Kanzleramt informiert hat, dass ein neuer Minister kommt, hat er schon einen gewissen Humor, sagt aber auch, welches Misstrauen es in dieser Koalition gibt, dass man dann den eigenen Koalitionspartner als letztes informiert, dass er einen Wechsel im Regierungsteam ansteht. Das hat es, glaube ich, auch wirklich noch nie gegeben. Also ich war in ein paar Regierungen, auch in Regierungen, wo es nicht so gut funktioniert hat mit Schwarz-Blau damals unter Schüssel. Aber das natürlich informiert man den Koalitionspartner als erstes und den Präsidenten. Alles andere ist absurd. Wie ist denn das Koalitionsklima derzeit? Weil, wie gesagt, momentan ja alles überschattet durch diesen Wechsel in der Regierung. Erfangt sich die Koalition jetzt wieder ein bisschen deiner Meinung nach? Ist das auch ein Neustart? Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch irgendetwas erfängt. Schon alleine deswegen, weil man nicht vorstellen kann, dass sich die ÖVP erfängt. In dem Sinne, die ÖVP ist in ihrem Skandalstrudel, jeden Tag kommt was Neues raus, seit Wochen schon. Wir verlieren ja in Wirklichkeit schon den Überblick. Ja? Also sozusagen, da gibt es die Anklage gegen den Blömel, da gibt es den Novomatic-Komplex, da gibt es sozusagen den Kampf gegen die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dann ist aufgepoppt oder haben wir mitgekriegt, dass all das, was man sozusagen gerüchteweise gehört hat, dass sozusagen im Justizministerium die ÖVP ihre Vertrauten sitzen hat, die sozusagen nur aus parteipolitischen Gründen bestimmte Abteilungen niederhauen und Ermittlungen da schlagt und was noch alles ist. Ja? Was noch alles ist. Also die ÖBAG-Chats vom Herrn Schmidt, der Umstand, dass da einer sitzt, der längst gegangen sein müsste, nirgendwo auf der Welt wäre vorstellbar, dass so jemand bleibt, der offensichtlich Kurz und Blümel in der Hand hat. Ja? Blümel, der sozusagen Finanzminister ist und nichts zusammenbringt, ein Totalversager ist. Also wir reden über die Fehler von Herrn Anschober. Aber ich meine, der Herr Blümel ist immer noch im Amt. Ja? Also ich meine, das ist ja noch Ärger. Also da können wir jetzt irgendwie stundenlang aufzählen. Davon wird sich die ÖVP nicht mehr erfangen, weil das ist ein Strudel und eine Spirale, wo schon so viel im Gang ist. Das ist eine Welle, die du nicht mehr da reitest. Ja? Also du kannst sie schon irgendwie da reiten, aber du kannst sie nicht mehr stoppen. Du kannst nicht mehr mit diesem Message-Control und autoritären Zugriff da und dort auf die Justiz, das ist over, das ist zu weit. Ja? Es ist nur mehr die Frage, wie sehr wird das Kurz selbst in den Strudel ziehen, ja, wie lange halten wir sie irgendwelche Leute, die sozusagen an der Front noch irgendwie halten, damit man sie dann zurückziehen kann. Also das sind die Fragen und deswegen wird diese Nervosität in der Koalition nicht weggehen. Es sei denn, die Grünen kapitulieren vollständig und sagen, die Justiz darf die ÖVP nicht mehr angreifen. Und das Spannende ist natürlich, dass genau die Quellen, die ÖBAG-Chats so ziemlich auf den Tag genau angekündigt haben, schon Wochen vorher, dass da was kommt und so ziemlich in die Richtung waren, die Quellen kündigen ja jetzt für Mai beim Sebastian Kurz was Gröberes an und was Großes an. Und die ÖVP ist massiv nervös, was man so mitbekommt. Also ich habe keine Ahnung, was da ist, aber die Quellen waren hervorragend bei den ÖBAG-Chats.
und haben es ziemlich genau in die Richtung. Welche Quellen sprichst du? Ja, das ist, fällt unter Quellenschutz des Beraters. Aber du hast keinen Quellenschutz, du bist politischer Quellen, die gegenüber das angekündigt. Quellen, die mir Quellenschutz haben nur wir. Ja, Quellenschutz. Also diejenigen, die mir gegenüber diese ÖBAG-Sachen angekündigt haben, kündigen eine Bombe die nächste Bombe für Mai an und sagen diesmal auch wirklich kurz, schauen wir mal, ob es stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber schauen wir mal, aber die ÖVP ist massiv nervös. Schauen wir mal, ob was kommt. Beim letzten Mal hat es gestimmt. Gut, also Heimo Lepperschitz trägt vielleicht ein bisschen zur Nervosität bei jetzt hier. Vielen Dank an euch beide. War eine sehr spannende, kurzweilige Diskussion. Wir machen eine kurze Pause, dann sind wir gleich zurück und zwar mit den Nachrichten des Tages. Heimo Lepperschitz. Hallo. Freut mich, dass ihr beide da seid. Alle sprechen über Öffnungen, Lockdown, je nachdem, wie man das Glas sieht, halb voll oder halb leer. Aber starten wir mal kurz mit der Ostregion, weil da gab es ja ziemliche Aufregung diese Woche. Wir wissen, Wien und Niederösterreich haben den Lockdown verlängert bis 2. Mai. Und der Hans-Peter Doskozil ist da plötzlich, muss man sagen, reingegrätscht und sperrt jetzt am Montag auf. Mhm. Wie siehst du das, dass das Burgenland da jetzt seinen Sonderweg anscheinend gewählt hat? Naja gut, ich meine, ich bin ja bekannt dafür, dass ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Hans-Peter Doskozil bin und ich ihn auch kritisieren würde, wann immer das nötig ist aus meiner Sicht. Also der Punkt ist nur, da tue ich mir ein bisschen schwer in dem Fall, weil die Situation in Ostösterreich ist natürlich weiter dramatisch und du hast in Wien die Situation, die dramatisch ist auf den Intensivstationen, als auch ziemlich unangenehme Inzidenzien. Und mehr oder weniger trifft es für Niederösterreich auch zu. Im Burgenland ist es dann doch ein bisschen anders. Also die Inzidenzien sind deutlich niedriger. Und dort sind auch die Intensivstationen voll, aber dort gibt es ja kaum welche. Ja? Also ich meine, ja genau, so irgendwie. Ja? Also das ist natürlich eine andere Situation. Und wenn du dann sagst, wir haben eine zurückgehende Tendenz bei den Inzidenzien, die wird sich natürlich mit einer gewissen Verzögerung, aber dann doch auf den Intensivstationen durchschlagen. Außerdem sind wir von der Bevölkerungsstruktur ein anderes Bundesland, weil es ist irgendwie weniger bewohnt und es ist doch sozusagen sehr viel kleinteiliger. Dort gibt es ja nicht mehr Stadt. Also ich meine, Eisenstadt heißt Stadt, aber ich weiß nicht, wie viele Leute dort wohnen, 14.000 oder so. Also das ist schon sehr viel anders. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man, sagen wir so, ein Lockdown ist ja keine Ideologie. Ja? Also es ist ja keiner aus ideologischen Gründen für einen Lockdown, sondern man ist dafür, wenn es notwendig ist und wenn die Umstände entsprechend sind. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass man in Burgenland schon sagen muss, dass die Umstände etwas anders sind als in Niederösterreich und in Wien. Das kann ich aber wenig beurteilen. Also das brauchst aber du das heißt, das ist eigentlich überraschend, du als Doskozil-Kritiker sagst, du kannst das eigentlich nachvollziehen in dem Fall. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann aber mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist aus hundertprozentiger Sicherheit falsch. Ja? Also ich glaube, da muss man sich schon die Details anschauen. Da muss man sich anschauen, wo sind die Inzidenzien? Es ist ja auch wirklich komplex. Ja, auf der einen Seite sind diese doch sehr Flächendörfer sind nicht solche Konglomerate wie große Städte in Niederösterreich und schon gar nicht wie in Wien. Auf der anderen Seite hast du natürlich viel Berufspendlertum und so weiter. Also all diese Dinge muss man immer mitbedenken. Dafür hat man ja die Experten, dafür hat man ja die Modellrechner. Und ich hoffe zumindest, ja, dass der Landeshauptmann dort sich ein bisschen auf diese Fakten oder zumindest auf die plausiblen Voraussagen, mehr kannst du ja eh nicht haben im Moment, gestützt hat und nicht einfach auf einen Instinkt. Das wäre eine Katastrophe. Ich nehme an, du applaudierst dem Doskozil oder wie siehst du das Ganze? Ja, ich bin weiterhin für Öffnungen, finde das auch richtig, was der Herr Landeshauptmann Doskozil macht. Man muss ja sagen, mit Stand heute hat das Burgenland den niedrigsten Wert aller Bundesländer. Warum man beim niedrigsten Wert das Burgenland dann zugesperrt halten lassen soll, während andere Länder wie zum Beispiel Kärnten, das mittlerweile gleich viel hat wie Wien, offen ist, das ist ja nicht verständlich. Ne? Versteht ja auch keiner mehr, aber es bringt ja auch dieser Fleckerlteppich nichts. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel sage, der klassische Wiener fährt gern nach Bahndorf ins Outlet-Center zum Einkaufen. Dort, dort darf er dann spazieren. Also in Bahndorf beim Einkaufscenter darf er vor den Geschäften spazieren. Das ist erlaubt, das dient er zur Erholung. Reingehen in die Geschäfte darf er aber nicht, weil dann wird er nämlich gestraft. Wenn er aber zum Beispiel, klassisches Beispiel, zurück zu seinem Auto kommt mit Wiener Kennzeichen, da steht dann die Polizei und sagt, Sie haben aber eingekauft, war nicht nur spazieren. Und du sagst, na,
der liebe, freundliche Burgenländer hat mir geholt, was ich wollte, bist wieder straffrei, weil das keiner nachweisen kann. Also das ist ja eine Absurdität, wo sich kein Mensch mehr auskennt, wo überhaupt nichts mehr funktioniert. Man braucht da einheitliche Regelungen. Man soll endlich einmal, wie ich jedes Mal sage, und ich bin dann schon so wie die Drehspielorgel, die immer geht, so aufsperren mit Vernunft, mit Hirn, mit Überlegung und nicht einfach so einen Lockdown-Fetischismus weiterziehen, der die Wirtschaft ruiniert. Man soll die Gastronomie aufsperren, weil wir haben ja in Vorarlberg gesehen, da steigen zwar die Werte, aber es gibt keine Cluster in der Gastronomie. Man wird ja nicht sofort wieder Diskotheken etc., aber dass man ein normales Tagesgeschäft in der Gastronomie Indoor wie auch Outdoor machen kann, mit, von mir aus mit Eintrittstests, die Schnelltests sind. Man muss ja in Lösungen denken, nicht immer nur in Verboten und in Vernichten und in Verhindern, dass ein Doskozil gelobt wird, weil er bei den niedrigsten Wert aufsperrt, das ist ja schon eine Absurdität für sich selber, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich den niedrigsten Wert habe, dann sperre ich natürlich auf. Da bin ich aber nicht der Held der pannonischen Tiefebene, sondern habe einen Restsinn von Hausverstand bewahrt, was man bei vielen in der Bundesregierung derzeit verzweifelt sucht. Also Heimo, was du unter Hausverstand verstehst, da habe ich meine gewissen Zweifel dran. Weil erstens mal muss man natürlich schon sagen, ja, du hast recht, das Burgenland hat sehr niedrige Inzidenzen, ob es die niedrigsten sind, weiß ich jetzt nicht, aber sie sind sehr, sehr niedrig. Ja? Es hat aber natürlich immer noch eine hohe Auslastung der Intensivkapazitäten. Das sind ja die beiden Indikatoren, die man jetzt im Auge haben muss. Das unterscheidet zum Beispiel von Kärnten. Ja? Also diese beiden Indikatoren muss man schon im Auge haben. Und die Gebetsmühle, und das ist ja dein Problem, ja? Dass du immer wie immer die Umstände sind, immer das Gleiche sagst. Das hast du ja schon gesagt zu einem Zeitpunkt, wo dann in Wien und in Niederösterreich die Intensivstationen vollgelaufen sind. Und da musstest du dich ja auch dann der Realität, das ist die Wirklichkeit in deine Fantasiewelt eingebrochen, weil es sozusagen eben nicht so ist, dass alles locker ist, sondern dass wir wirklich in eine Situation gekommen sind, wo es hochgefährlich war. Ja? Und sozusagen für jeden Einzelnen. Ja? Es gab ja die Fälle, wo Menschen im Helikopter gelegen sind nach einem Herzinfarkt und man eine Stunde braucht hat, bis man überhaupt noch ein freies Bett für sie gefunden hat. Das sind ja Situationen, wo der verantwortliche Mensch, der nicht eine Gemetzmühle ist und immer das Gleiche sagt, da muss man reagieren. Und das haben natürlich auch Einzelne gemacht. Und in dieser Situation sind wir in Wien natürlich immer noch. Ja? Der Punkt ist nur, ich glaube ja auch, sozusagen, es wurde ja auch immer gesagt, die Menschen machen nicht mehr mit beim Lockdown, die Menschen halten sich an nichts mehr. Es ist doch das Gegenteil der Fall gewesen. Ja? Wir haben doch so mittlerweile sogar beweisbar anhand sozusagen der Mobilitätsdaten, dass die Menschen dann, wenn sie sehen, okay, jetzt wird es wieder hagelig, sehr wohl mitmachen. Ganz unabhängig übrigens, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad von den Regeln selbst. Ja? Die Leute halten sich dann schon selber dran. Die Leute sind dann schon selbst verantwortlich und vernünftig. Weil die meisten Leute sind halt nicht einfach deppert und sagen, ich habe meine Fantasiewelt und an die halte ich mich, sondern sie schauen sich sehr genau an, was die Umstände sind und tun vernünftig darauf reagieren. Mein lieber Robert, du kriegst, glaube ich, zum nächsten Geburtstag da ein schönes I love Lockdown Tattoo. Und, wenn man den neuen Minister... Lockdown ist keine Ideologie, genauso ist aber auch nichts tun keine Ideologie. Und wenn man den neuen Minister dann so hört, wie der kommen soll, kriegst du dann noch ein Mückstein-Tattoo auf die zweite Hand, auf die Schulter. Nein, das sind ja, man muss ja in Lösungen denken und immer nur in Verboten. Und nein, natürlich halte ich diesen ewigen Lockdown für völlig schwachsinnig, weil wir haben seit... Und was ist deine Lösung? Was ist deine Lösung, wenn 800 Leute in der Intensivstation sind? Seit über einem Jahr haben wir immer die nächsten entscheidenden Wochen, wir haben immer den Lockdown und das ist aber der allerletzte, das funktioniert ja nicht. Ne? Es funktioniert ja nichts mit diesem Lockdown. Ne? Wir sperren immer alles zu. Wo ist denn, und wir erwischen 50% der Bevölkerung wir sind ja Testweltmeister, was immer bei den Testweltmeistern vergessen wird, wir erwischen 50% der Bevölkerung, die lässt sich nämlich nicht testen. Ne? Die würden wir zum Beispiel bei Schnelltests erwischen im Handel, die würden wir beim Schnelltest erwischen in der Gastronomie. Wenn die Kinder in Distance Learning sind, die erwischen wir auch nicht mehr. Wir sinken vielleicht die Zahlen, aber wir testen ja auch viel weniger und erwischen gewisse Bevölkerungsschichten, sowohl Migranten, schwächere Schichten, Leute, die sich verweigern.
erwischen wir überhaupt nicht. Ne? Okay. Und wir haben und mit diesen Lösungen, ich sagte ja Lösungen, das sind aber keine Lösungen. Ja, aber du kannst Zusperren verhindern. Was bei den Lösungen, die du immer profilierst, rauskommen ist, haben wir vor zwei Wochen noch gesehen. Aber das Prinzip mit, wollt ihr den totalen Lockdown auf die ganze Zeit zu haben, ist doch ein Blödsinn. Das sichert uns doch zu Tode. Natürlich ist das in der Bevölkerung populär, in vielen Dingen. Sieht man ja jetzt beim Bürgermeister Ludwig, das ist populär bei vielen Dingen, weil auch ein großer Teil der Bevölkerung sein Geld nicht selber erwirtschaftet, sondern monatlich überwiesen kriegt und nicht angewiesen ist als Unternehmer, nicht angewiesen ist, die Dinge wieder zu machen und auch das, was voranzutreiben. Das Geld kommt ja, wie bei den Grünen oft, so der Strom kommt aus der Steckdose, mal wurscht, und das Geld kommt aus dem Bankomaten. Das ist aber kein System, mit dem man einen Staat auf Dauer betreiben kann. Das ist vielleicht Sozialismus, wo man dann druckt, ne? Wo alle wo der Einzelne nichts wert ist, wo die Einzelne die Selbstverantwortung nichts wert ist, wo man dem Kollektiv sagt, wie es beschützt, wie es weitergetragen wird, und die ganzen Borg, die Lockdown-Borgs marschieren und assimilieren den Rest. Aber ein bisschen eine Freiheit, Lösungen machen. Nicht immer nur alles verbieten, lösen. Helmo, ich schätze ja deinen Humor, aber wir sind halt nicht hier im Kabarett. Ja? Also es ist schon ein bisschen, ich gebe zu, es ist ein bisschen amüsant, was du hier sagst, aber es ist eben mehr Kabarett als vernünftige Analyse einer Situation. Und wenn du jetzt sozusagen sagst, das finde ich jetzt ein bisschen arg, ja, sozusagen die zwei Drittel bis drei Viertel, die vernünftig sagen, man soll sich an Regeln halten, wenn die Zahlen steigen, soll man sogar für einen härteren Lockdown sein, wenn sie sinken, soll man für einen weniger harten Lockdown sein. Wenn sie sinken, haben wir den Lockdown. Wenn du diesen drei Viertel der Bevölkerung sagst, ja, und das sind wir in Wien, diese Umfragen gibt es, wenn du diesen drei Viertel der Bevölkerung sagst, die kriegen das Geld von irgendwem überwiesen und müssen ihre Arbeit nicht nachgehen, dann kann ich dir irgendwie berichten, das sind drei Viertel der Leute, die hart arbeiten, die versuchen seit einem Jahr ihr Leben zu schaukeln, ihre Familien, ihren Job zu schaukeln zum großen Teil. Ja, das sind die hart arbeitenden Menschen in dieser Stadt, die sich an die Regeln halten und die nicht dem Schmähs und den Kabarett der FPÖ folgen. Ja, so ist es nämlich. Aber hat der Heimann nicht zumindest recht in einem Punkt, und zwar beim Fleckerlteppich? Weil wir haben ja derzeit, muss man wirklich sagen, in Österreich sehr unterschiedliche Maßnahmen. Wir haben den Osten, wie in Niederösterreich, mit sehr harten Maßnahmen. Wir haben das Burgenland, das es wieder aufsperrt. Wir haben den Rest von Österreich, der in so einer Art Lockdown-Light ist. Und wir haben Vorarlberg, das ganz offen ist. Da verliert ja der durchschnittliche Mensch den Überblick, muss man sagen. Das ist wahr, ja. Nur der Punkt ist doch, und jetzt bin ich wieder sozusagen bei der wenig amüsanten Realität und Vernunft. Zunächst haben wir mal gefordert, oder nicht nur nicht ich, aber andere, haben gesagt, man sollte sich doch auf die unterschiedlichen Umstände unterschiedlich reagieren. Wenn es in einer Region, wenn die groß genug ist, ja, niedrige Zahlen gibt, sollen die eher öffnen. Und wenn es in einer Region, wo es eine Katastrophensituation gibt, dann muss man dort darauf reagieren. Das ist ja nicht ganz falsch gewesen. Natürlich muss man sich die Frage stellen, was ist eine Region, die groß genug ist? Oder man kann sich sogar die Frage stellen, ist Österreich nicht so klein, dass diese Abstufungen bei uns eigentlich kaum mehr funktionieren? Und man kann sich ja die Frage stellen, und das ist ja eigentlich der Punkt, was passiert an den Grenzen dieser Regionen? Ja? Weil in der Mitte kannst du ja leicht sagen, okay, dort für die ist das angemessen, für die ist das angemessen, aber dann bist du in einer Grenze, irgendwer ist an einer Grenze, wo du sagen kannst, das ist doch völlig unvernünftig, dass 500 Meter auf der anderen Seite von dem Strich andere Regeln gelten. Das ist ein reales Problem bei Krisenlösung. Ja, das können wir jetzt auch nicht groß lösen. Man kann vielleicht mit vernünftigen Argumenten sagen, man braucht großflächige Lösungen. Man kann mit ebenso vernünftigen Argumenten sagen, man braucht eher die flexiblen Kleinteiligen. Aber ohne Absurditäten kommen, glaube ich, beide Versionen nicht aus. Robert, da gebe ich dir auch mit dem ewigen Lockdown ein Beispiel in Wien. Zum Beispiel meine Lebensgefährtin ist Kindergärtnerin, die so ein- bis dreijährige Kleinstkinder hat. Die haben jetzt bekommen von der Stadt Wien die Vorgabe, sie müssen zweimal in der Woche mit Lutschtests und Schnelltests die Kinder testen. Jetzt erklär mir, wie man ein ein- bis dreijähriges Kind, das sind 15 Kinder in der Gruppe, mit einem Lutschtest in der Früh testen soll. Das erfindet doch irgendwer, der doch nie in seinem Leben irgendwo in einer Realität
eines Kindergartens war. Das ist doch nur absurd. Ein Einjähriger kaltert da 3 Minuten den Lutschtest im Mund und 15 Kinder gleichzeitig schon gar nicht. Es funktioniert doch so nicht. Das ist doch absurd. Das sind doch lauter Leute, die sich hinter irgendwelchen Paragraphen verstecken und keine Ahnung haben vom realen Berufsleben. Wenn du sagst, es sind die Leute, die arbeiten. Ja, es sind den Leuten, die arbeiten, die ihr Leistung bringen. Oft sehr unbedankt und mit geringer Bezahlung, denen werden noch Prügel in den Alltag reingeworfen. Wie soll man denn mit einer Maske, ne? Klassisches Beispiel, Maske, Kleinkindgruppe, mit einem Einjährigen, Zweijährigen kommunizieren, wenn die nicht sehen, wie, was du redest, von einer Grimasse her. Das sind aber, das erklärt man dann der Politik und die sagen, ja, wissen wir eh, machen wir aber trotzdem, weil uns fällt nichts Besseres ein. Ne? Also das sind so. Ja, entschuldige. Jetzt bist du schon wieder im Kabarett. Robert, das ist nicht Kabarett, das ist der bittere Alter. Ich weiß, dass du das anders siehst, aber es ist nicht alles, was jemand, der für Lockdown-Fanatismus steht, und jemand, der andere Positionen hat, es ist nicht Vernunft es und Unvernunft, sondern es geht um einen Diskurs. Du kannst es noch so oft wiederholen. Der ewige Lockdown wird halt nicht funktionieren, sondern das Einzige, was beim ewigen Lockdown funktioniert, ist, dass die Wirtschaft endgültig hin ist und unsere Kinder keine Ausbildung haben, dass das von vorn bis hinten nicht funktioniert und wir verlorene Generation haben mit psychischen Schäden bei den Kindern. Und das kann man nicht gutheißen. Es braucht Lösungen und es muss endlich aufgemacht werden. Aber ich bin genauso wenig ein Lockdown-Fanatiker, wie du ein Seuchen-Fan bist. Ja, also wenn wir mit solchen Begriffen beginnen, würde ich entweder sagen, ja, machen wir weiter so. Ja, dann können wir hier wirklich nur Kabarett machen oder wir lassen es bleiben. Weil ich würde sagen, bei allem, was uns trennt, du bist wahrscheinlich kein Seuchen-Fan und sagst, Seuche ist super. Ja, das wäre eine Polemik von mir, die spare ich mir. Aber dann spar du dir bitte sozusagen blödsinnige Polemik genauso, weil sonst kommen wir hier zu nichts. Also, ja? Und ich glaube, dass unsere Zuseher auch sozusagen diese Unvernunft also schätzen. Mein lieber, bei 90% der Menschen sind nicht deppert. Mein lieber Robert, sie wollen also vielleicht ein bisschen Boxkämpfe im Fernsehen. Das mein lieber Robert, also ich fasse zusammen, was nicht deiner Meinung ist es blödsinnige Polemik oder Kabarett, aber deswegen muss man dann vernünftig miteinander reden. Natürlich kann man permanent irgendwelche Dinge hernehmen. Wir machen auch für gegenteilige Meinungen einen Lockdown. Ne? Machen wir halt jetzt auch einen Meinungs-Lockdown. Das ist zurzeit eh so eine Mainstream-Meinung, so allgemein. Ich kann hier weiter in diesen Strudel hineinreden. Ich glaube, die Zuseher wissen, was sie von dem zu halten haben, was du sagst. Robert-mäßiges Support, bitte. Der Punkt ist doch der. Ja? Du sagst dauernd, das funktioniert nicht. Und deswegen soll man nichts von dem machen. Das sagst du in Wirklichkeit seit 2 Monaten, wann immer uns wir irgendwo begegnen in einem Fernsehstudio. Der Punkt ist doch der, ja, wir sind in einer Pandemie. Vergessen wir es nicht, wir sind in einer Seuche. Wir sind in einer Seuche, die eine Sterberate von eh nicht wahnsinnig hoch, ja, 1,8 waren es bis zuletzt. Jetzt mit den Impfungen wird es wahrscheinlich eine Fallsterblichkeit haben, die sogar runtergeht. Ja. Es ist ein großes Drama, aber es ist nicht Ebola und Pest. Ja? Aber wir sind in so etwas. Ja? Und da setzt man Maßnahmen, die natürlich alle wirken. Natürlich hat jedes davon sozusagen seine Unschärfen, funktioniert vielleicht nicht so super, manches besser und manches weniger gut. Ja? Vieles hat Kollateralschäden, die muss man versuchen, so gut wie möglich zu bekämpfen. Und vor allem, der Punkt ist doch der, ja? All das wäre ja noch tragischer, das stimme ich dazu, weil es aussichtslos wäre, wenn wir keine Impfungen hätten. Ja? Nur jetzt geht es ja in Wirklichkeit nur mehr um 2 Monate. Es geht ja nur mehr, dass wir diese Phase überstehen, bis wir sozusagen 50-60% der Bevölkerung geimpft haben. Und dann ist vielleicht nicht vollständig vorbei, aber dann haben wir signifikante Entspannungen. Ja? Und dann müssen wir, und das muss man jetzt schon beginnen, ja, Wirtschaftsprogramme auflegen, dann muss man sich sozusagen um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Das tun ja einige schon. Ja? Also sozusagen, wenn ich mir anschaue, wer steht denn hinter zum Beispiel den, das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil es nicht wirklich ein Corona-Opfer ist, aber wer steht denn hinter den Arbeitern und Arbeiterinnen bei MAN? Ja? Wer fordert da dauernd hin? Wer verhandelt mit auf der Seite der Gewerkschaften? Wer verhandelt auf der Seite der Betriebsräte? Wer rät sich den Mund fußlich, wie zum Beispiel die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende? Ja? Also das sind schon die, da sieht man jetzt schon, wer dann wirklich auf der Seite dieser Leute steht. Und ich sage mal sarkastisch, es sind nicht diejenigen, die dann sozusagen im Hinterzimmer bei den Geldleuten die Hand aufhalten wegen Parteispenden. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter und dann reden wir vor allem auch über den neuen Gesundheitsminister. Du würdest ihn wahrscheinlich als Lockdown-Fanatiker bezeichnen, du als Vernünftigen. Und wir sprechen auch über den Abgang von Rudi Anschober. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.